Hallo zusammen, mein Name ist Fitzfuchs und ich spiele gerade PUBG, diesmal auf dem Testserver. Und ich habe ihn mir runtergeladen, weil das neue Sprung-Update auf dem Server ist. Ihr seht es hier schon, der krabbelt hier hoch. Auch hier geht alles sehr dynamisch von der Hand. Es ist noch kein Tomb Raider, das heißt, hier so hochziehen geht nicht. Das wäre zu viel des Guten. Aber ich kann hier schön draufkrabbeln und komme hier dann nach oben. Das ist eine sehr, sehr feine Sache. Und jetzt kommen wir gleich in den Flieger. Ab da mache ich einen kurzen Cut. Und dann sehen wir uns gleich wieder, sobald ich gelandet bin. Und dann zeige ich euch da noch ein bisschen was von dem System. Bis gleich. So, hier sind wir jetzt gelandet. Bewusst in der absoluten Pampa, weil ich hier nicht spielen oder gewinnen will. Ich will ja nur was von dem System zeigen. Und es geht sehr intuitiv von der Hand. Also es macht einen riesen Spaß. Ich will es gar nicht mehr missen. Es ist natürlich weit weg von einem Battlefield oder Call of Duty, was die Dynamik angeht. Das werden Spieler da jetzt nur belächeln. Aber es ist für PUBG ein Schritt sowas von in die richtige Richtung. Das macht sehr, sehr viel Laune. Ich gucke mal, ob ich vielleicht noch einen Tisch finde. Jetzt bin ich natürlich wo abgesprungen, wo gar nichts los ist. Nur so zwei kleine Häuschen. Ich wollte am liebsten noch weiter nach Lipkova. Wenn nicht, glaube ich, da mal kurz hin und schneide das kurz raus. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Und wenn ich hier jetzt über die Mauer springe, geht das auch alles einfach sehr, sehr fluffig. Auch aufs Auto springen. Man hüpft nicht mehr so verkrüppelt rum. Das ist einfach eine feine Sache und war schon längst überfällig. Auch hier auf Tische müsste sie eigentlich, ne? Okay, jetzt hier nicht. Aber bei den Bänken, es gibt so Bänke. Da macht es. Aber da kommen wir ja auch so oder so drauf. Also, ja, das ist jetzt meckern auf hohem Niveau. Ja, das wird auch ein ganz kurzes Video nur. Ich will euch hier nur kurz zeigen, was Neues. Es hat sich noch viel getan jetzt bei der Version, die hier drauf ist aktuell. Habe hier, wo ich es aufzeichne, die 3.1.18.2. Seht ihr unten eingeblendet. Und da hat sich auch noch viel getan an Rüstungen, an Waffenverhalten. Da ist jede Menge passiert, da könnt ihr gerne die Patch Notes lesen. Ich versuche euch die noch unten in die Videobeschreibung zu verlinken. Das kann ich hier jetzt nicht zeigen, so wie beim Scopen, beim 4er und 8er hat sich auch noch ein bisschen was getan. Ne, beim 8er und beim 16er, so. Nicht, dass ich was Falsches sage. Würde ich jetzt hier gerade einen Scope finden, würde ich es zeigen, aber nö, das ist jetzt auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Ich kann euch nicht empfehlen, den Testserver runterzuladen. Weil große Mauern gehen auch übrigens. So wie ihr es hier gerade seht. Ich kann euch nicht empfehlen, den Testserver runterzuladen, um drauf zu spielen. Wenn ihr es gerne mal testen wollt, macht's. Das ist eine feine Sache. Die sind aber auch nicht immer an, die Testserver, habe ich jetzt mitgekriegt. Also jetzt gerade, wo ich aufzeichne, sind sie offensichtlich da. Weil es gibt nur nordamerikanische und asiatische Server. Das heißt, die Amerikaner und die Asiaten können spielen und auch mit Pings, wo das okay ist. Wir aus Europa gucken da eher in die Röhre. Aber das soll es jetzt auch nicht groß gewesen sein. Oder soll es auch nicht stören, weil es geht ja nur darum, das mal zu testen. Oh, kommen wir auch hier drüber? Ja, ach, sehr schön. Hier haben wir nochmal ein paar Kisten, die nehmen wir noch mit. Ja, also das ist sehr schön. Kommt man überall drauf. Das hier ist, glaube ich, zu hoch. Ja, also in der Containerstadt käme ich nicht direkt hoch. Es sei denn, ich hätte hier jetzt noch ein Fass in der Nähe, dann käme ich hoch. Macht aber auch nichts. Wie gesagt, da ist noch Luft nach oben, das wissen auch die Entwickler, aber da passiert viel. Das Spiel kostet ja auch nicht so viel, ich glaube 25 aktuell bei Steam kriegt man es vielleicht auch bei Keyshop mal günstiger. Geht's hier? Ja, sehr schön. Also wie gesagt, mir macht es einen Heidenspaß, ich freue mich drauf, wenn es auf die Live-Server kommt. Das bringt auf jeden Fall wieder jede Menge Abwechslung mit rein und ja, damit beende ich die Aufnahme. Wie immer bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Mein Name ist Fitzfuchs und wir sehen uns im nächsten Video.